Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 3, zu einem 2 vs. 2 mit mir, Gaius Julius Caesar, und in meinem Team, der liebe Klick. Grüß dich. Guten Tag. Ja, du spielst die Franzosen, ich spiele die Briten und wir spielen hier gegen Holländer Feldwebel Kotoxi und einen zweiten Leutnant mit den Chinesen. Oha, das könnte interessant werden. So, ich müsste dazu erwähnen, dass ich auch schon wieder ein bisschen einige Zeit her ist, bis dass ich gespielt habe. Hunde. Erstmal wieder hier reinkommen. Ich denke mal, wir gehen für einen Rush, ne? Ja, ja. Ich denke auch. Legen wir alles in Richtung Rush. Hunde. Ich habe eine ganz komische Herde. Nur kleine Bisons. Das habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Yes. Ich habe einfach schon mal zwei Herden direkt bei mir. Drei, wenn ich die eine noch kalte, richtig. Dann hast du irgendwie meine Herden, habe ich das Gefühl. Ja, eine ist ein bisschen weiter links. Hier ist noch eine. Ein, zwei, drei, vier Herden sind hier bei uns. Das ist schön. Ah, hier drüben ist noch eine. Ah, da, stimmt, richtig. Die hole ich mir auch mal. Also diese Rehherde hole ich mir hier mal. So, was gibt's hier für Schätze? 70 EP hört sich doch schon mal. 80 Holz hört sich aber auch gut an. Ich hol mir lieber das Holz. Immer Holz. Holz ist wichtig. Apropos Holz. Nicht vergessen, hier das Haus noch rechtzeitig zu bauen. Fast hätte ich's vergessen. Ready. So, die eine Herde. Ich habe tatsächlich nur zwei Herden, die Anfangsherde und eine. Die anderen Herden sind alle relativ weit weg. Yes. 210 EP, was haben wir hier noch? Oh, ein mutterloses Kalb. Da haben wir doch drauf gewartet. Das finde ich immer so die sinnlosesten Schätze teilweise. So, also ich wähle mal meinen Rush-Deck. 3. Dreimal hier. Das Ganze. Ready. Hunter. Hunter. Na, das war schlechtes Timing. Yes, Hunter. Hunter. Ist die Frage, was wird denn von denen wohl kommen? Der Holländer wird wahrscheinlich Plänkler, ne? Ja. Und dann bestimmt Pike und Bose. Außer Holländer geht vielleicht auf Kaff. Wäre eine Option. Ah, ich werde nicht so schnell agen können. Ich bin ein bisschen hinten dran. Ja, ich bin gleich soweit. Commandement ready. Hunter. Nee, das ist diesmal kein guter Age. Soll ich age? Commandement Hunter. Commandement yes Hunter. Ja, ich age jetzt auch, aber viel zu spät, finde ich. Commandement, Iwa Foster. Ready, Commandement. Foster. Yes. Ich habe noch keine Holz-Treasure gefunden. Ready. Bisschen ärgerlich. Recht, Foster. Yes, right, yes. Ich habe auf jeden Fall mir hier mal EPs geholt, dann kann ich mir jetzt nämlich noch die Virginia Company holen. Und den Marktplatz baue ich gerade auch. Da hat sich schon jemand den Handelsposten geholt. Mhm. Dieser Leutnant. Red, right, evil, right, yes. Ich habe tatsächlich hier kaum noch Herden, das ist nicht schön. Das ist gar nicht gut. Ich lieb halt keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe noch mal rechts neben mir noch mal Bisons, noch eine Herde. Ja, das ist ja auf jeden Fall schön, dass du die hast.
Recht Forster. Yes. Recht Forster. Immerhin einer, das ist doch mal was. Recht Punkte. Und wo sind denn deren Dorfzentren? Bin ich jetzt komplett durcheinander? Teil. Wo machen wir? Machen wir irgendwie hier so unsere Frontbase hin? Ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter zu der Herde gehen, dann können wir die gleich noch mitblocken. Ja, aber dann schnell, ne? Vorrücken. Ach ja, das stimmt. Ich laufe. Hier ist noch eine Herde. Perfekt. Die hole ich mir. Also Kotoxi ist geaged. So. Schau, hier habe ich gebaut. Bei der Herde. Ja. Und habe einen Außenposten hingesetzt. Ich gehe Kaff, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Ich mache Musketiere. Yes, ready, Hunte. Yes, Richt, Forster. Richt, Forster. Also bisher kann ich ganz gut boomen. Jetzt muss ich aber gefarmt. Wie bitte? Ich sag, da wird gefarmt. Ach, der fährt gerade die Herde. Gut. Yes. Yes, Hunte. Ready. Imenes unter. Imenes unter. So, sieht das tot? Zu wenig Nahrung derzeit. Viel zu wenig Nahrung. Commandment. Yes. Genau, du gehst schon mal harassen, sehr gut. Commandment. Recht. So, weitere Musketiere kommen. Heil. Richt. Forster. No. Ready. Yes. Iwal. Unter. Solange er nichts hat hier. Ich reiß mal kurz den Handelsposten ein, ne? Mach das, ja. Unter. Unter. So. Yes, Urech Hunter. Heil, Urech Hawkester. Urech Hawkester. So. Commandment, Richt. Richt, Richt, Hawkester. 5 Siedler holen wir uns noch. Heil, Richt, Hawkester. Ready, Commander Hawkester. Das war schlechtes Timing. Das war schlechtes Timing. Ach. Ready. Aber wenn jetzt noch keine, der geht doch bestimmt. Der ist am Agent. Der Chinese. Oh. Ja, dann warte ich noch auf 5 Musketiere und dann können wir mal gemeinsam schon mal auf den Chinesen gehen, oder? Ja. Richt, Forster. Yes. Heil. Hawkester. Ach, scheiße, Pikes sind hier. Hast du schon Muskets am Start? Ja, soll ich zu dir? Ja, ich laufe dir ein bisschen entgegen. Ja, ich laufe einfach mal so quer hoch. Yes. Yes. Okay, dann gehen wir dort mal hin. Ich muss weiter Siedler bauen. Na. Und wollen meine Siedler auf Nahrung schicken. Hier, Free Kids. Ja, das passiert, wenn man dann eben in die Wirtschaft gehen muss. So, hier. Weil wenn ich jetzt nicht in die Wirtschaft gehen würde, dann würden 20 Siedler keine Nahrung mehr sammeln, das wäre nicht so geil. Warum macht er nicht die Dorfglocke? So. Ready. Ready. Unter. Kannst du die Pikes fokussen? Ja, wird gefokust. Lion.
Yes. Kabons. Lion. Kabons. Oh ja, er läuft halt wieder rein. Ready. Yes. Ready. Yes. Commandament. Da unten sind Plänkler, ich kümmere mich drum. Yes. Ready. Commandament. Ready. Yes. 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 Wenn der Chinese noch zurückkommt, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir richtig verschissen. Ich frage mich nur, wo der Rote bleibt. Ne, der war kurz da. Ich hab dem seine Plänkler gekillt. Ah, perfekt. Aber ich kann gerade auf jeden Fall aus zwei Stück Musketiere ohne Ende gerade rauspumpen. Also das ist ganz gut hier. Ich habe meine Wirtschaft hinbekommen. Ah, ich sollte noch die restlichen Häuser bauen. Oh. Was? Ach, da hinten sind Plänkler, aber meine Kraft steht drin. Perfekt, dann ist ja gut. Ah, hier wird ein Wall, oder Kotoxi hat einen Wall gebaut, okay. Erstes vorbei. So, die Siedler sind tot, sehr schön. Ja, er hat auch schon aufgegeben. Ah, perfekt. Schön. Das war nochmal ein ordentlicher Rush. Und sammle ich jetzt die Truppen. Oh, Pikes. Hier gehe ich auf Nahrung. Kannst du die Pikes killen? Ich hau die Plänkler raus. Ja. Bin ich dabei. Ja, da schreibt mir schon GG. Da ist jetzt aber seine Plänkler auch ein bisschen dem Tod hier gewidmet. Jawohl, Mensch, das war doch mal ein schnelles Rush-Spiel. Sehr schön. Da hat der Rush mal ordentlich geklappt. Das war, aber ich habe wieder ein bisschen geschlafen in der Wirtschaft. Das war ein bisschen... War ansehnlich. Ja, bei mir war es dann halt andersherum, dass ich auf die Wirtschaft achten musste, weil plötzlich 10 Siedler untätig waren und ich plötzlich keine Nahrungsproduktion mehr hatte und ich musste ja weiterhin aus 2 Kasernen Musketiere rausspammen. Deswegen musste ich dann in die Wirtschaft schauen. Und dafür hatte ich dann mal kurz keine Zeit, um vorne beim Militär zu sein. Aber du hast mich ja dann darauf hingewiesen, dass einige Aktionen anstanden. Ja, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich finde Franzosen total OP, ne? Ich habe wirklich ein, zwei Schnitzer gehabt und ich habe einfach durchgehend Kaff gepumpt. Ja, das kriege ich, glaube ich, nicht so. Aber ich habe einfach, ich habe auch Hand 2200 Food und 800 Gold. Also ich hätte Agen auch noch können gleich. Ja, ich wollte jetzt als nächstes dann auch langsam Agen und mir die Rohstoffe sparen, aber gut, das hat sich dann auch schon erledigt gehabt. Obwohl ich sogar auch noch mehr Nahrung als du gesammelt hattest, wie ich sehe. Ja, ich habe einmal geschlafen, ne? Ein bisschen, ja. Irgendwo müsste ich. Ich meine, was man auch dazu sagen muss, wir wurden nicht geraidet, ne? Also wenn wir jetzt hier einen Kaff-Spieler gehabt hätten auf der gegenüberliegenden Seite, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Dann hättest du hier nicht bei den Herden so einfach herden können, dann hättest du vielleicht auch einige Siedler verloren, ich noch mehr, eventuell. Deswegen, das ist halt immer so die Sache, wenn der Gegner nicht raidet, hat man ganz gute Chancen, auch mit dem Rush durchzukommen, sodass die Wirtschaft auch schön durchboomen kann. Also ich habe jetzt 50 Siedler gehabt am Ende als Brite. Ich hatte 77. Ja, gut, also Couröre. Auf jeden Fall hat sich da die Virginia Company mal gelohnt, finde ich. Aber das habe ich jetzt auch nur gemacht, weil ich schon so früh, als ich gerade geaged bin, die nächste Schiffsladung hatte. Normalerweise hebe ich mir die Schiffsladung dann für bessere Sachen aus der zweiten Heimatstadt auf. Aber ich denke, das hat sich jetzt schon bezahlt gemacht, dass ich dann richtig schnell richtig viele Häuser durchbauen konnte. Also ich hätte jetzt noch, glaube ich, 2-3 Häuser bauen können. Und dann wäre ich auch am Maximum gewesen nach 11 Minuten 30. Das ist, glaube ich, ganz ordentlich für den Briten. Ah. Und ja, ich denke... Aber du hast aber auch hier 20 untätige Dorfbewohner, 23 untätige... Ja, ich sag ja. 13. Ich sag ja, das habe ich auch kurzzeitig mal gehabt. Ja, genau. Jetzt schauen wir doch nochmal in die Statistiken rein. Also bei den Rohstoffen hatte ich sogar die meisten Rohstoffe als Brite. Das hat mit dem Siedlerboom ganz gut geklappt, wie ich finde. Ich glaube, meine Verteilung der Rohstoffe war auch dieses Mal einigermaßen gut, liebe Zuschauer. Und Militäreinheiten
Da hatte ich zwar die meisten, aber du hast richtig viel Kills gemacht. 56 Kills hast du mit deinen Husaren gemacht. Ich habe 40 erledigt. Und du hast auch nur 6 Stück verloren, also sehr gut. War aber auch ein bisschen unlucky von dem Gegner. Ja, ja, tatsächlich. In dem sind seine Abusiere oder wie die heißen, die Akabusiere, die sind halt in meiner Kaff gespawnt und waren instant tot. Also ja. Ärgerlich. Also hier sieht man tatsächlich nochmal die Dorfbewohnerquote. So, als ich im zweiten war, war ich noch so gleich auf mit dem zweiten Leutnant hier und Kotoxi. Und dann bin ich so langsam weggeschritten und dann vor allem ab Minute 7 bis Minute 8 in einer Minute dann von 28 auf 41 Siedler. Da habe ich mir auch nochmal die 5 Siedler schicken lassen und hatte ohne Ende Häuser gebaut, Stück für Stück, und dann hatte ich am Ende 50 Siedler. Da hat sich die wirtschaftliche Leistung auf jeden Fall dann richtig bezahlt gemacht und du konntest wunderbar mit den Husaren raiden und hattest immer noch mit den Kurieren, eben wie du schon sagst, mit den Franzosen auch eine sehr gute Wirtschaft. Jetzt schauen wir doch nochmal auf Bevölkerung, Militäreinheiten. Ja, da hattest du auf jeden Fall eine ganze Menge mehr rausbringen können, wie ich, bis Minute 8:50. Dann hatte ich tatsächlich mal mehr Bevölkerungsmilitäreinheiten und dann waren wir aber wieder ungefähr gleich auf und haben, denke ich, beide gut unseren Beitrag geleistet mit den Militäreinheiten, um dann die beiden einfach zu überrennen. Das war dann eventuell wirklich der Fehler für den Chinesen hier, ins Dritte zu gehen, und dann hatte er einfach nicht eine genügend große Armee, um diesen Rush zu verteidigen, und Kotoxi kam, ja, vielleicht ein bisschen spät, beziehungsweise konnte seine Plänkler gegen deine Kaff nicht so gut beschützen, nicht wahr? Ja. Ja, ja, der stand auch out of position und ja, keine Anti-Kaff dabei, und dann war er... Ja, weg. Das ist dann sehr, sehr gefährlich, also immer, wenn man als Holländer spielt, schon entweder als Dritte gehen und die Reuter holen oder vorher halt mit Pikinieren, aber dann auch besser arbeiten. In dem Fall hat man es ja gesehen, dass die Pikiniere ganz weit links standen, die konnten meine Musketiere erledigen, und rechts standen dann die Plänkler, die konnten einfach niedergeschnetzelt werden von dir. Hier sehen wir jetzt noch die Rohstoffsammelrate, die ist auch vor allem erst am Ende, ab Minute 9, so bei mir richtig stark angestiegen. Bis dahin warst du sogar ein Teil über mir, mit den Kurieren natürlich, ganz klar. Aber dann habe ich es mit dem Siedlerboom auch nochmal ganz gut hinbekommen, dass es hier eine ordentliche Wirtschaft auf jeden Fall entstanden ist. Aber auch Kotoxi war nicht schlecht mit seiner Ressourcensammelrate, so ein bisschen unter dir noch. Aber auch als Holländer mit dem Gold kann man, mit den Banken, denke ich, kann man das Ganze auch gut machen. Wir können uns nochmal seine Base anschauen von Kotoxi. 3 Banken hatte er. Ja, ich hätte aber auf jeden Fall, wenn ich nicht so geschlampt hätte, hätte ich auf jeden Fall auf deiner Wirtschaftslage sitzen müssen, eigentlich. Als Franzose, ne? Ich habe 2-3 Minuten keine Siedler gebaut. Da. Ich meine, was gar nicht mal so dumm war bei Kotoxi, dass er versucht hat, die Mauer zu bauen. Dadurch hätte er verhindern können, dass du ganz einfach jetzt, weil du auch auf seiner Seite warst, ihn immer wieder raiden hättest können. Das Problem war, er hätte die Mauer schneller bei sich schon zuziehen müssen. Und ja, es war eigentlich dann, also er hätte sich die Mauer dann auch sparen können, als er gemerkt hat, dass wir plötzlich seinen Mate rushen, weil wenn der weg ist, vor allem noch als zweiter Leutnant, hat er alleine keine Chance mehr. Und dann hat er natürlich versucht zu helfen, hat es aber nicht mehr rechtzeitig geschafft. Und da hat dann auch das dritte Age des Chinesen nichts mehr ausgemacht. Er konnte sich dann auch nichts mehr Sinnvolles schicken, um das Ganze irgendwie noch auszugleichen und runterzuholen. Und ich habe es tatsächlich hier geschafft. Ich hatte tatsächlich nur die 2 Anfangsherden hier, und die eine war hier oben, die musste ich ranschießen, die andere habe ich gar nicht rangeschossen, da habe ich es riskiert einfach, meine Siedler relativ weit weg zu haben. Das ist eigentlich relativ riskant, sollte man normalerweise nicht machen. Normalerweise versuche ich dann immer schon noch einen Außenposten zu bauen oder wenigstens ein bisschen Armee hinzuschicken, aber ich habe halt jetzt gemerkt, dass das hier nicht nötig ist, weil keiner von den Gegnern auf Kaff spielt und wir eben, ja, ganz gut im Rushen waren. Ja, wunderbar, liebe Zuschauer. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schönes Rush-Spiel mal wieder hier mit Click, der, denke ich, auch ein sehr guter Spieler auf meiner Augenhöhe ist. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.